Rockstar zu Besuch bei der AWG Güstrow, Parching und Umgebung. Am 27. September hat die Wohnungsbaugenossenschaft eine lebende Legende in die Güstrower Viehhalle eingeladen. Dieter Maschine Böhr war langjähriger Frontmann bei den Pudis, der kultigen DDR-Band. Seine Fans begeistert Maschine immer noch, einer davon, und zwar seit vielen Jahren, ist der Vorstand der AWG, Norbert Karsten. Ich bin ja hier in Güstrow groß geworden und bin groß geworden mit den Ostrock-Bands. Da hat es ja zum Beispiel die Pudis gegeben, da hat es Karat gegeben und City. Und ich bin von Anfang an ein Fan von den Pudis gewesen. Und zwar resultiert das daraus, dass sie vor vielen, vielen Jahren einmal zu Beginn ihrer Karriere hier im Jugendclubhaus in Güstrow aufgetreten sind. In Güstrow präsentierte der Altrocker sein Buch, das schlicht und ergreifend Maschine heißt. Ein Erinnerungsband und eine Sammlung bunter Geschichten, die jeder berühmter Musiker in seinem Leben angesammelt hat. Woher kommt zum Beispiel der Spitzname Maschine? Das kam daher, dass ich früher immer viel gegessen habe. Und irgendjemand hat dann mal gesagt, der frisst ja wie eine Maschine. Und dann hieß ich plötzlich Fressmaschine und zum Glück ist nur Maschine ruhig geblieben. Vom Ernst des Lebens war natürlich auch die Rede. Besonders empört ist Dieter Böhr über die Menschen aus der ehemaligen DDR, die vor 25 Jahren nach Freiheit strebten und 2017 die Rechtspopulisten in den Bundestag katapultiert haben. Man muss einfach mal vielleicht selber in der Situation sein, dass es einem ganz dreckig geht. Und wenn ich sehe, was diese Menschen erleben, die im Krieg sind, die ihre Kinder durch den Dreck und Schlamm mitnehmen, die in Lebensgefahr sind, die ihre Familien verlieren und denen nichts weiter übrig bleibt, als abzuhauen, die nur noch in Trümmern leben oder so, dann sollte man doch auch zumindest verstehen, wie den Leuten zumute ist. Moderne Musik vermittelt meist keine Botschaften mehr, bedauert Maschine. Er ist überzeugt, Rock ist nach wie vor dafür da, Menschen für Ideale zu begeistern. Der Pudis-Sänger selbst ließ nach der Auflösung der inzwischen über 45 Jahre alten Kultband seine Gitarre nicht ruhen. Er setzt seine Karriere fort mit alten und neuen Liedern. Also ich sage immer, mir geht es so gut. Mich hat ja auch der liebe Gott reich beschenkt. Bin nicht krank und ich muss nicht hungern. Natürlich muss man auch eine Menge für machen, aber ich glaube, man muss einfach in einem Land, wo es einem ja relativ gut geht, einfach auch mal sehen, wie geht es dann anderen Leuten, die nicht dieses Glück haben, in so einem Land aufgewachsen zu sein. In der beliebten Reihe Buchlesung der AWG werden auch weitere interessante Persönlichkeiten mit spannender Vergangenheit vor das Publikum treten. TV Schwerin bleibt selbstverständlich mit der Kamera dabei.